Ja, hallo, beim Neigenvideo von mir, man sieht zwar was, aber leider hört man Originalton nicht, leider ist da was durcheinander gekommen. Aber egal, wir fahren in Lechwald und zu einem Secret Spot. Viel Spaß beim Anschauen. Lucas. The guy from Austria in the snow, he took... Oh, the three! And I really like this one from Lucas. This is in Austrian Graz, check this out. Ja, so wie meistens im Lechwald fangen unsere Sessions beim kleinen Sprung an, wir fahren uns ein bisschen ein. Und heute war ein neuer Typ dabei, und zwar der Alex. Und den könnt ihr euch merken, von dem sieht man vielleicht in Zukunft mehr, weil der hat auf jeden Fall Potenzial. Und die Szenen des Tages kommen auf jeden Fall von ihm. Da sind wir dann schon beim Step-Up, beim größeren unten. Und da kommt schon der erste Versuch und... Ich gehe immer davon aus, dass der Step-Up so easy ist, weil ich halt schon 1000 Mal gesprungen bin. Aber wenn man noch nie kupft, ist es ja gar nicht so klein. Aber eigentlich leicht. Genau. Und wie man schon sieht, es war einfach ein lustiger Tag, ein lustiger, gemütlicher Sonntag im Wald. Wir haben jetzt nicht übertrieben, keine Orgenneigen, Tricks oder so gelernt, aber wir haben einfach eine coole Zeit gehabt und eine gemütliche Session. Und das schauen wir uns jetzt noch ein bisschen an. Ja, und mein Radl ist nach wie vor ziemlich cool, meiner Meinung nach. Ein bisschen schneller muss ich nah anfahren, aber bin eigentlich mit dem 270 mit dem Folie schon ganz zufrieden gewesen. Und da der dritte Dirt macht nach wie vor Spaß. Hat mir ein bisschen an Luftstand, richtig cool. Jo. Ja, und nach ein paar Stunden im Lechwald haben wir uns entschieden, dass wir noch zu dem einen Secret Spot weiterfahren, den ich da jetzt nicht verraten darf. Und ja, da sind wir runter gecruised vom Lechwald Richtung Hilmteich. Da gibt es ein paar lustige kleine Trails, die irgendwie Kids baut haben. Sieht man jetzt dann kurz. Auch mit ganz kleinen Sprüngen und Steilkurven, das macht eigentlich ziemlich Spaß. Und ich finde die Abfahrt vom Lechwald zum Hilmteich eigentlich immer ziemlich lustig. Also für das ist es nur einfach ein Weg ist, den man sowieso fahren muss, hat man da einigen Spaß mittlerweile. Richtig lustig. Genau, und beim nächsten Spot treffen wir dann den Gecko und den Lamaxl. Und mit den beiden fahren ist immer wieder cool. Ich bin wirklich ihr größter Fan wahrscheinlich oder einer ihrer größten Fans. Und sie fahren mittlerweile beide extrem gut Radl und es macht voll viel Spaß zum Zuschauen. Und ja, kann man sich auch von der jüngeren Generation manchmal noch was abschauen. Aber insgesamt haben wir einfach eine coole Session gehabt. Jeder hat ein paar Sachen probiert. Es war richtig cool. Aber jetzt müssen wir natürlich noch durch die Stadt fahren. Am Hinterrad. Genau, und dann sind wir schon beim Spot angekommen. Gemütlicher kleiner Spot, es gibt 2-3 Jumps, 4. Und ja, dann ist schon losgegangen. Und es ist einfach beeindruckend, wie hoch man den Sprung hupfen kann. Man sieht es dann, wenn ich und der Marco es probieren, wie nieder wir sind im Vergleich zu den Kids. Kids sage ich, so klein sind sie auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall richtig coole Session gewesen und ich meine, schaut euch das an, crazy. Aber wir haben uns glaube ich auch ganz tapfer geschlagen und ja, aber interessant, warum ich einfach so nieder bin und er einfach 5 Meter hoch. This is much more production.
Und ganz ehrlich, auf dem kleinen Sprung 360 Tailwhip, das ist richtig, richtig geil. This is Mixla Production. Ja! Gecko fährt nämlich im Zug um 17 Uhr durch die Straße. Welches? Das war einer von den Trick of the Day, meiner Meinung nach ziemlich fett. Und natürlich der Hut ab vor dem Sprung auf dem kleinen Jump, richtig cool. Und Backside Seat Grab. Ja, das war's wieder mal von uns, oder von mir. Danke fürs Anschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Spaß beim Radfahren.